Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Schlaufen- oder auch Chirurgenknoten bindet. Der ist ganz wichtig, zum Beispiel wie ihr hier seht, stellt euch vor, das wäre jetzt euer Vorfach. Ihr habt an dem Vorfach an dem einen Ende euren Haken mit dem Grinner oder dem Clinch-Knoten geknotet und ans andere Ende, da wollt ihr jetzt eine Schlaufe ranmachen, damit ihr das Vorfach dann danach in euren Karabinerwirbel hängen könnt und dann die Vorfächer natürlich wesentlich schneller austauschen könnt. Dafür braucht ihr aber erstmal hier am Ende dieses Vorfaches, sag ich mal ein Fluorocarbon-Vorfach, monophile Schnur, braucht ihr hier erstmal eine Schlaufe. Und wie dieser Chirurgen der Schlaufenknoten geht, das zeige ich euch jetzt. Und so wird der Schlaufenknoten gebunden. Also ihr nehmt das Ende eures Vorfaches und legt euch hier die Schnur doppelt. So. Dann nehmt ihr Zeigefinger und Daumen und greift euch hier eine Schlaufe. Das ist nämlich die Schlaufe, die ihr dann später haben wollt. Lasst euch hier genügend Schnur übrig, also schön großzügig immer Schnur rausziehen, gerade zu Anfang beim Üben ist der Knoten entsprechend einfacher zu knoten. Jetzt, ich nehme die Schlaufe mal hier in die linke Hand und das doppelt gelegte Vorfach in die rechte. So, jetzt habe ich das hier. Und was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich mache zwei normale Überhandknoten, also die ganz normalen Standardknoten. Die Schlaufe halte ich hier fest, so, mache einen Überhandknoten, ich ziehe die Schlaufe da durch und jetzt ziehe ich sie nochmal durch, also doppelt. Und jetzt ziehe ich das Ganze fest. Noch nicht sofort komplett festziehen, also erstmal natürlich den Knoten anfeuchten. Denn ihr könnt, solange der Knoten noch locker ist, die Größe der Schlaufe bestimmen, indem ihr den Knoten entweder noch ein bisschen hochschiebt oder runterzieht. So, die Schlaufe finde ich jetzt gut. Und dann kann ich auch langsam, aber sicher festziehen. An allen Enden gleichmäßig ziehen, so. Und habe jetzt hier eine wunderbare Schlaufe, die ich dann in meinen Karabiner hängen kann. Das Ganze sieht dann so aus. Hier ist der Haken und das ist dann das Ende der Schlaufe. Das überstehende Stück hier, das schneide ich natürlich noch ab und dann sieht das Ganze wunderbar aus. Das war es auch schon, der Chirurgen- bzw. Schlaufenknoten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen, das ist das Wichtigste. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ein Abo, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser beim nächsten Mal. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.